entstanden, weil dort irgendwann liegt, das gehört, das ist natürlich eine Folge der Königsmacherei in Israel. Ja, dass jeder hat an seinem Hof irgendwelche Hofnarren und irgendwelche, da gehören die ganze Bereich der Mantik dazu, dass man irgendwelche Vögel auseinanderschneidet und guckt, wie der Dünndarm liegt und dann sagt, und morgen früh fällt seine Frau tot um. So, gibt es in Rom, gibt es in Griechenland, es gibt es im Vorderen Orient auch. Ja? Und das etwa mit Salomo kommt das natürlich, das ist ja der Vorwurf von Salomo, dass fremde Kulturen da Einzug halten in seinen Hof, ja, über die vielen Frauen, die er hat, ja. Weil er dann eine klassische Heiratspolitik macht, so ähnlich wie, ja, tu Felix aus der Danube, ja, alle führen Krieg, nur du glücklich zu Österreich heiratest herum, ja, so hat das Salomo schon gemacht. Dadurch hält das Einzug, ja, und wahrscheinlich wird es dadurch, ich kann das jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aber dadurch wird das sicher befördert, ja. Und trotzdem, wenn man dann meint, ach ja, schaffen wir mal sozusagen so eine Institution oder hier so eine Prophetenkammer am Hof, ja, dann haben wir das auch so ein bisschen bedient, ja, so ein bisschen der Charismatische, ja, das ist ja mal wichtig, so machen wir ja heute auch, so ein bisschen religiös müssen wir in der Kirche auch noch sein, gibt ein paar Bekloppte in den Klöstern, so, die beten dann schon für uns, ja. Das klappt aber eben nicht, ja, das geht nicht auf, ja, weil eben, wie wir jetzt nicht nur hoffentlich im Zugang auf Pfingsten sagen, der Geist weht, wo er will. Und ab und zu packt er dann einen oder eine und die, so ist die Erfahrung der Bibel, mischt den Laden ganz schön auf. Ja? Und das ist sicher auch in der Kirche bis heute dann auch wieder der Fall. Ja? Dass es dann plötzlich Einzelgestalten gibt. Ich bin nur immer in der, die Generationen nach uns haben das leichter zu bewerten, wer sowas war. Ja? Aber das gibt es natürlich immer irgendwie auch in der Kirche. Ja, gestern haben wir so einen gefeiert vielleicht, ja, der mit dem, was er gemacht hat und gesagt hat, so ein Petrus Canisius, ja, mitten in einem Land, das von der Reformation wirklich zerrissen war und wo alle im Grunde genommen schon zur Reformation überliefen, weil sie von den kirchlichen Zuständen quasi dazu gezwungen wurden, ja, der plötzlich anfängt und sagt, egal, ich gehe jetzt nicht außerhalb, sondern arbeite hier Schritt für Schritt und wir, ja, und der ein Lebenswerk hinterlässt. Wir wären wahrscheinlich heute, hier vielleicht in der Ecke schon, aber in Süddeutschland gibt es heute keine Katholiken mehr. In Österreich. In Bayern, das angeblich so katholisch ist, ja, das verdankt man hauptsächlich einem Petrus Canisius. Also ich denke mal, der Rückblick ist dann wieder leichter, ja, zu sagen, meine Güte, da hat man gedacht, jetzt hat man alles so im Griff, es läuft alles irgendwie so schön, ja, und dann plötzlich entsteht etwas Neues und man sieht erst sozusagen 100 Jahre später oder so, dass das wirklich ein Segen ist. Ja, machen Sie, ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Entdeckungen machen, im Blick auf den prophetischen Alltag, in dem Sie jetzt wieder aufbrechen. Danke für Ihr Kommen und herzliche Einladung zum nächsten Mal, 2. Juni, das ist der Samstag nach Pfingsten, zu Jesus und den Evangelien. Gute Zeit bis dahin.